Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Talk Light. Heute zum Thema Nachhaltigkeit und Beständigkeit. Es gab in der Vergangenheit schon einige Sessions zu anderen Themen. Die sehen Sie auf der rechten Seite. Die sind auch nach wie vor verfügbar. Die können Sie sich online im Go-to-Stage-Kanal anschauen, noch nachträglich. Aber heute eben zu einem neuen Thema. Das Thema ist, wie gesagt, Nachhaltigkeit, ein Konzept für die Beständigkeit. Kleine Worte noch gerade zu mir. Ich bin Knut Riechmann, Projektleiter für das Thema Outdoor Public Lighting und im Bereich Außenbeleuchtung in Deutschland unterwegs. Grundsätzlich sind alle Teilnehmer stumm geschaltet. Wenn Sie Fragen haben, Sie sehen eingeblendet meine E-Mail-Adresse, können Sie gerne jederzeit im Nachgang dann nochmal eine E-Mail schreiben, wenn Sie Fragen haben. Grundsätzlich leben wir hier bei Thorn nach sechs Grundsätzen für das Thema Nachhaltigkeit, womit wir praktisch diese Nachhaltigkeit dann auch sicherstellen. Da wäre zum einen das Thema Kreislaufwirtschaft. Das bedeutet für uns eine Steigerung der Ressourceneffizienz durch ein sehr gutes Abfallmanagement. Generell Minimierung und Vermeidung von Abfall während des Lebenszyklus von Produkten und natürlich Recycling von hochwertigen Materialien. Der nächste Punkt wäre Energieeinsparung. Wir versuchen bei unseren Produkten hochwertige LEDs einzusetzen, die möglichst energieeffizient sind, die sehr, sehr effiziente Optiken haben und letztendlich in Kombination mit einer intelligenten Steuerung ermöglichen, dass wir eine erhöhte Lichtqualität haben bei reduziertem Material- und Energieeinsatz. Grundsätzlich heißt das Energieeinsparung ohne Kompromisse. Das heißt, wir wollen keine Abstriche bei der Qualität der Produkte machen und auch keine Abstriche bei der Energieeffizienz. Generell heißt das Optimierung von Ressourceneinsatz und auch Vermeidung von Überproduktion. Dann haben wir das Thema nachhaltige Materialauswahl. Da verweise ich auch noch mal sehr, sehr gerne auf die letzte Session, die eben zu dem Thema Resistenz von Materialien etwas gesagt hat. Und zwar verwenden wir Materialien, die eine sehr, sehr hohe Lebensdauer haben und das auch bei aggressiven Umgebungen. Da wäre zum Beispiel zu nennen Seewasseratmosphäre in Küstennähe, da habe ich einen sehr hohen Salzgehalt in der Luft, oder aber auch bei Schwimmbädern Anwendungen, wo ich Chlor zum Beispiel in der Luft habe. Und auch da müssen die Produkte eben langlebig sein. Für jedes unserer Produkte erhalten Sie eine Umweltdeklaration, kurz auch EPD. In dieser EPD finden Sie sehr, sehr detaillierte Informationen zu dem Lebenszyklus und zu dem ja, Aufwand von verwendeten Materialien und Komponenten, zur CO2-Bilanz von solchen Produkten, zum Treibhauspotenzial, um eben eine aussagekräftige Information zu haben, die Sie zum Beispiel bei Zertifizierungen für Gebäude, für LEED zum Beispiel nutzen können. Thorn gibt es seit über 90 Jahren und seitdem versuchen wir kontinuierlich unser erarbeitetes Know-how und unsere langjährige Erfahrung in die Neuentwicklung und laufende Weiterentwicklung von bestehenden Produkten einfließen zu lassen, um eben für den Kunden, das heißt für Sie, die bestmöglichsten Produkte und langlebigsten Produkte zu erschaffen. Zusammengefasst kann man also sagen, wir haben nachhaltige Produkte und auch Dienstleistungen. Grundsätzlich muss man sich vor Augen halten, dass künstliche Beleuchtung derzeit für circa 13% des weltweiten Stromverbrauchs verantwortlich ist. Das war mal noch etwas mehr. Es war mal zu Beginn des 21. Jahrhunderts 20% sogar. Aber wir sehen, wenn wir heutzutage schon bei 13% sind, der Trend geht also noch weiter runter.
weil eben die Produkte, die sich mit dem Thema Beleuchtung befassen, die zur Beleuchtung dazugehören, immer energieeffizienter werden und man sich praktisch auch ein Ziel gesetzt hat bei der Entwicklung, entsprechende Einsparungen von Energie weiter zu realisieren und eben die Energie weiter zu reduzieren. Um das Ganze mal etwas bildlich darzustellen, haben wir hier ein Diagramm, was wir sehen. Und da sieht man ein bisschen das Äquivalent zu den einzelnen Fertigungsschritten zu CO2-Aufkommen. Da haben wir einmal das Thema Produktion, besteht einmal aus dem Material sicherlich und auch aus der eigentlichen Fertigung der Produkte. Dann die Logistik, das heißt, diese Produkte müssen ja irgendwo transportiert werden. Dann gibt es die weitaus größere Nutzungsphase praktisch, die sich über mehrere Jahre erstreckt, bis hin letztendlich zum Ende der Lebensdauer. Und unter diesem Diagramm sieht man auch nochmal ein Beispiel. Da haben wir mal ein Produkt rausgepickt, was es schon etwas länger gibt, was aber in der Zeit schon eine Frischzellenkur erfahren hat, das heißt, was verbessert worden ist hinsichtlich Energieeffizienz und auch hinsichtlich der verwendeten Materialien. Die Leuchte ist minimal schwerer geworden. Und wenn man jetzt mal darunter praktisch sich dieses CO2-Äquivalent anschaut, dann sieht man, dass wir in allen diesen Fertigungsschritten, Produktion, Nutzungsphase und auch Ende der Lebensdauer, das CO2-Potenzial extrem reduzieren konnten. Bei der Logistik ist es minimalst höher. Das liegt aber einfach daran, weil die Leuchte praktisch schwerer ist und natürlich dadurch etwas mehr transportiert wird. Aber wenn wir uns das dann tatsächlich mal anschauen, haben wir 29% weniger CO2 im Vergleich zu der ersten Leuchtengeneration. Das heißt also nochmal ein Drittel reduziert. Grundsätzlich führte die LED-Technologie dazu, dass der Schwerpunkt zunehmend jetzt auf intelligenter Beleuchtung gelegt wird. Durch diese intelligente Beleuchtung haben wir natürlich die Möglichkeit, Licht zu steuern, Dienstleistungen auch zu digitalisieren. Das heißt, dass man grundsätzlich viel effizienter für eine nachhaltige Zukunft mit der Beleuchtung umgehen kann. Das spiegelt sich auch in unserem Portfolio letztendlich wider. Gehen wir nun auf fortschrittliche Veränderungen ein. Und zwar ist unser Werk in England ISO 50001 zertifiziert. Letztendlich beschreibt das ein Energiemanagementsystem, wo praktisch Vorgänge, Prozesse in einem Werk kontinuierlich hinsichtlich Energieeffizienz verbessert werden. Das kann man natürlich nur machen, wenn man den Energieverbrauch sehr, sehr detailliert messen kann und nicht nur als eine Größe, sondern man muss wirklich in einzelnen Prozessen schauen, wo habe ich welchen Energieaufwand und kann dann praktisch ganz, ganz gezielt daran gehen, diese einzelnen Prozesse zu optimieren hinsichtlich Energieeffizienz. Und das geht natürlich nur mit sehr, sehr genauen Messverfahren, die dort dann tatsächlich auch zum Einsatz kommen. Das schließt auch ein, dass eben ein sinnvolles Monitoring gemacht wird im Sinne von einem Nachhaltigkeits-Dashboard, wo praktisch die CO2-Bilanz abgelesen werden kann und wo man direkt sehen kann, welche Verbesserungen erzielt wurden. Wichtig ist auch noch das Thema Schulung der Mitarbeiter, denn auch die werden bei uns zu diesen Themen und für einen sinnvollen Umgang mit Energie geschult. Es gibt noch weitere Maßnahmen, die in unseren Werken eingesetzt und durchgeführt wurden. Zum einen die Verbesserung der Anlagen. Hier explizit eine Lackieranlage, die eben vom bisherigen Prozess erstmal rausgenommen worden ist und ersetzt worden ist durch eine neue Trockenlackieranlage, die eben deutlich effizienter ist,
dafür auch sorgt, dass wir weniger Wärmeübertragung haben durch eine bessere Isolierung, weniger Gasaufkommen. Das heißt, alles in allem Dinge, die praktisch die Umwelt weniger belasten, dementsprechend auch für die Mitarbeiter natürlich angenehmer sind und letztendlich auch für eine positive CO2-Bilanz stehen. Unsere Werke sind ausgestattet mit intelligenter Beleuchtung. Intelligente Beleuchtung bedeutet, sie ist zum einen nicht nur dimmbar, sondern sie kann praktisch bedarfsabhängig gesteuert werden. Das bedeutet, wenn Personen in einem Bereich sich aufhalten, dort gearbeitet wird, dann wird die Beleuchtung auf das nach Norm geforderte Niveau angehoben. Sollten sich jetzt Personen entfernen, nach einer gewissen Toleranzzeit dimmt dann das Licht runter. Das heißt, es wird die Präsenz überwacht und es werden auch praktisch nur die Teile beleuchtet, die wirklich gerade für die Produktion notwendig sind. Ein weiterer Vorteil ist dadurch, durch die bedarfsgerechte Beleuchtung natürlich eine Verbesserung für die Arbeitsqualität von den Mitarbeitern, die eine normativ ergonomische Beleuchtung vorfinden und so wesentlich besser und angenehmer und ermüdungsfreier arbeiten können. Zu guter Letzt noch das iCard-System. Grundsätzlich Gabelstapler verbrauchen sehr, sehr viel Strom und man ist deswegen dazu übergegangen, vollautomatische Transportfahrzeuge einzusetzen, die intelligenter geladen werden können. Und die einen riesen Vorteil haben auch nochmal für die Mitarbeiter, denn praktisch die Beladung dieser Förderbänder und auch die Mitarbeiter sind praktisch getrennt, um eben Unfallrisiken auch zu minimieren. Ja, warum machen wir das alles? Weil wir Ihnen auch bieten wollen, mit Ihnen Ihre Energieeffizienz zu verbessern. Wir stehen dafür, dass wir Sie von Projektstart an bis zum Abschluss betreuen, beraten, hilfreich zur Seite stehen und mit Ihnen diese Planungen durchführen und Projekte durchführen können. Im Einzelnen bedeutet das, dass wir die Lichtplanung selbstverständlich übernehmen können und hinsichtlich auch der Effizienzplanung uns Gedanken machen, die entsprechenden Produkte auswählen und optimieren, die sinnvollen Lichttechniken wählen, das heißt Optiken wählen, die maßgeschneidert praktisch für die Anwendungen bei Ihnen geeignet sind. Wir betreuen das Projektmanagement, denn eine Durchführung eines Projektes erfordert viel Arbeit und die koordiniert sein muss, einfach um mögliche Fehler bestmöglich ausschließen zu können. Wir kümmern uns gerne auch um die Installation und wickeln letztendlich mit Ihnen zusammen die Inbetriebnahme ab. Das heißt, dass Sie eine Lösung vorfinden, mit der Sie dann auch zufrieden Ihre Aufgaben erfüllen können. Schauen wir uns jetzt nochmal ein Referenzprojekt an. Hier ging es um eine Straßenbeleuchtung in England, in Sunderland, wo wirklich mehrere Millionen Pfund eingespart werden konnten. Naja, wie konnte man das machen? Es gab dort natürlich schon eine Bestandsbeleuchtung, die aber noch auf konventioneller Basis war. Es waren Natriumdampflampen, 27.000 Stück, was wirklich sehr große Menge ist. Und man hat diese komplett durch LEDs ausgetauscht. Man sieht hier unsere R2L2 Straßenleuchte und auch die Civitec, die praktisch als Ersatz dort eingesetzt wurden. Beide Leuchten zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf unserer AirPack-Optik basieren, auf unserem AirPack-System, was sehr, sehr viele Lichtverteilungen bietet, die Streulicht reduziert sind und für verschiedene Straßenanordnungen geeignet sind. Das heißt also von der kleinen Anwohnerstraße bis hin zur großen Durchfahrtsstraße oder auch zu Parkplätzen. Man konnte durch den Einsatz von praktisch LED-Technik, aber Kombination auch mit einer zusätzlichen voreingestellten Dimmung nochmals den Energieverbrauch um 25% senken und kommt so eben letztendlich auf eine beachtliche
Einsparung von 9000 Tonnen CO2 pro Jahr, was schon mal für die Umwelt sehr, sehr gut ist. Und natürlich zahlt sich das letztendlich auch aus, dass hier tatsächlich 2,4 Millionen Pfund pro Jahr an ja, Unterhaltungskosten, Stromkosten letztendlich gespart werden. Zusammengefasst können wir das nochmal sagen: bessere Sorgfalt ermöglicht auch bessere Nachhaltigkeit. Da sind wir auch schon wieder durch mit dieser Session. Ich hoffe, dass das für Sie kurz und bündig die wichtigsten Punkte zusammengefasst hat. Verweise auch noch sehr gerne nochmal auf die ersten drei Sessions zum Thema Beleuchtung in der Nacht, zu Ökologie und auch Langlebigkeit, Konzept für die Zukunft. Ja, ich bedanke mich und wünsche Ihnen noch eine angenehme Woche.